Willkommen zurück zur letzten Runde Freeman Guerilla Warfare. Wir spielen Challenge. This is a Challenge Mode. Sheriff Island is fallen. All cities and villages are taken by hostile forces. What you need to do is recruiting troops, seeking companions, leading an army to eliminate all enemies, liberating cities and finally saving the whole land. Und dieses spielen wir jetzt. Wir spielen es natürlich wie immer auf normal. Wir sind natürlich ein Offizier, ein ehemaliger. Wir waren davor Schulpräsident, nehmen wir es einfach mal. Waffen fasziniert. Teamwork and Leadership. Und die Gegner surrounden. Villager trainieren und helfen. Das hier übernimmt Remskir. Eigentlich ist die Kopfform ziemlich egal, sind wir mal ganz ehrlich. Spätestens wenn wir Ausrüstung haben, spielt es ja eh keine Rolle mehr. Bleiben wir diesmal so. Und willkommen zu Sheriff. Okay. Nein, wir können das jetzt skippen. Wir haben nicht mal eine Fraktion. Okay. Und das ist unser Start. Wir mit Anna und einer Handvoll Federal Troops. Das ist nicht sehr viel. Wir sehen, das sind alles Banditen, keine Fraktion, die wir kennen. Das heißt, wir können auch gar keine Verbündeten machen. Es ist wirklich nur wir. Wobei, wir sind gleich hier vorne gespawnt. Das heißt, nur wir mit einem sehr geringen finanziellen Einkommen oder Start. Ui, das ist jetzt schon nicht sehr viel, was wir hier haben. Ich würde die hier sogar schon gar nicht mehr kaufen wollen, weil die mir zu teuer sind, aber einen noch in Leadership. So, und wichtig ist Panzerung, weil wir werden sehr viel selber machen müssen gegen die. Das hier nutzt 45 ACP. Keine Medkits, gar nichts. Kurz gucken, ob wir einen Bug haben. Wunderbar, alles läuft. Das heißt, wir sind jetzt Auto-Group Up, Auto-Equip. Anna hat keine Waffe. Wir sind jetzt sehr, sehr anfällig auf Feinde. Wir sind sehr klein. Wir haben keine Stadt. Wir müssen uns eine sichern. Lipno wird wahrscheinlich die Stadt unserer Wahl werden für den Anfang. Das heißt, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir auf Truppen treffen. Jetzt zum Beispiel diese 12 Looter. So, kurz gespeichert. Genau, die wollten wir uns jetzt holen. Wir haben eine scheiß Waffe, das sind 12. Aber was wir jetzt hier machen, wir müssen natürlich jetzt in diesem Run alle Städte alleine erobern. Wir haben keinen Verbündeten, die uns helfen. Die Sache ist dann auch noch, dass wir hier nach uns auch mit den Alpha Forces anlegen werden. Die Alpha Forces kommen ja nach dem Abspann, wenn wir alles erobert haben. Wären ja so, was war das für eine Stärke? 5000 Mann oder waren das 10.000 Mann? Gut equippte Soldaten auftauchen. Und mein Ziel ist es, eine riesige Armee bis dato schon ausgehoben zu haben und diese dann zurückzuschlagen. Ich hoffe einfach, dass das klappt. Aber jetzt ist erstmal wichtig, eine Stadt zu erobern, eine Handvoll Rekruten zu bekommen und einen stabilen Anfang zu machen. Ja. So geil ist die Waffe echt nicht.
Okay, wir sollten uns jetzt auf jeden Fall ein kleines Stück zurückziehen, damit wir vielleicht gleich nochmal einen Offensivanlauf machen können. Aber wir kommen ja nicht unter die Tanne. Absolut nicht, oh mein Gott. Da können wir aber auch nicht durchschießen. Okay. Wo lang gehen die denn jetzt bitte? Wir haben einen von den Raidern getötet, nur. Wo werden die sein? Da. Da war einer, aber wir haben gegen die Tanne geschossen. Wir müssen jetzt natürlich ein bisschen. Oh, da sind alle. Etwas vorsichtiger müssen wir jetzt schon sein. Das war ein guter Headshot. Na komm schon. Ah, jetzt kommen die von der Seite. Hier unten müsste aber noch irgendwo einer sein. Okay, der da hinter der Tanne, den kriegen wir nicht. Oh Gott, wir müssen zurück. Wir brauchen Deckung. Ich glaube, hinter diesen Tannen kann man aber gehen. Ja, hinter der waren wir ja auch erst. Es ist egal, ob wir sterben oder nicht. Wir müssen nur. Also sterben tun wir ja nicht. Oh shit! Okay. Ich sehe niemanden. Aber da ist einer. Haben wir sie? Ne. Okay, wir haben alle bekommen. Die Büschenausrüstung ist super für uns, für den Start. Ja, wir werden auch gleich mal hier in Waffen reinskillen. Ich will noch ein bisschen mehr in Rüstung. Die Pistole nehme ich auch mit und das Rifle nehmen wir mit. Das hier benötigt auch 45er ACP. Ist hier irgendwas von der Protection besser? Ja, nehmen wir das halt. So, Party, Anna. Auto-Equip, nimm Ausrüstung. So. Wir müssen halt langsam, die werden zusammenkämpfen, deswegen können wir uns die nicht nehmen. Und vorsichtig vorarbeiten. Du benutzt 762, davon haben wir sogar ein ganzes Magazin. Oh, zwei Pirates. So, was weg kann, ist erstmal das hier und das. Munition. Also.
Ein Scope wäre vielleicht auch nicht schlecht für die DMR. Puh, das ist teuer. Bisschen Essen noch und dann würde ich mich um die beiden hier oben kümmern wollen. Und einfach angreifen. Und primär werde ich die jetzt wieder angreifen. Und ich habe Fehler gemacht, oder? Haben wir... wo ist das? Scope noch nirgendwo. Okay. In die Richtung ist der Feind. Okay, UMP und... Oh lol, die benutzt keine 45er ACP. Keine Ahnung, was sie denn benutzt. Dann hoffen wir mal, dass wir die beiden mit der hier wegbekommen. Sollte aber kein Problem sein. Sind die das? Nee. Sind die nicht. Dann sollten wir mal in die Richtung gehen. Bisschen umgucken. Oh lol. Na? Einen haben wir. Okay, den anderen haben wir auch. Wunderbar. Okay, wir nehmen alles mit, auch wenn wir jetzt überladen sind. Das kann uns ja egal sein. Wichtig ist rauszufinden, 9 mm, nicht 45 ACP, okay. Und dann nehmen wir 4 Medkits mit. Das ist schon mal gut. Dann machen wir mal Autosortieren. Das ist schon mal nicht schlecht. Wir gehen nochmal hier ein bisschen auf das Gewehr. Und ein bisschen auf die Maschinenpistole. So. Das wollte ich nicht hier. Anna. Also Anna... Also wir werden Städte benötigen, wir werden eigene Squads benötigen und die am schlechtesten verteidigten Städte sind Lipno eigentlich immer und halt die 65er Städte, sowas wie Odesk hier hinten. Aber ich finde, wir könnten hier eigentlich einfach bei Lipno anfangen. Dennoch müssen wir, um halt erstmal dahin zu kommen, hier noch uns mit ein paar mehr Leuten anlegen und der ist zu nah an seinen Buddies dran. Okay, und die machen Jagd auf uns. Wir sollten auf jeden Fall auf Speed gehen, dass wir schneller von ihm wegkommen. Da ist eine Vierer-Sache. Okay, wir sind sicher reingekommen. Wir sellen den Junk. Das hier ist auch Junk. Diese Munition ist nur für die Pistole. 45 ACP brauchen wir nicht mehr. Aktuell brauchen wir auch keine Handwerksmaterialien. 9200 für eine kugelsichere Weste. 5K, 4K, 3. Wait, die 33 für 30. Das ist das beste Angebot. Und ich denke mal, das wird auch reichen. Erstmal für den Anfang für uns. So, das ist ein bisschen mehr Panzerung. Ich würde jetzt gerne mir hier so eine kleine Truppe von 4 Mann nehmen. Na, kriegen wir die? Wunderbar, die kriegen wir auch noch. Soll zwar nicht so gut für uns ausgehen, liegt wahrscheinlich daran, dass das auch Bandits sind. Die Bandits sind meistens etwas besser als die normalen Truppen. Wunderbar, ein bisschen mehr Mund haben wir hier drin. Und ein richtiges Sniper sollten wir uns so früh wie es geht zulegen.
Oder eine SVD oder sowas. Gefangene werden wir halt immer nehmen, weil Gefangene können wir dann einfach rekrutieren. Das ist das Billigste, was wir machen können. Okay, die poppen eine Smoke direkt. Ich will mal ganz kurz gucken. Ah, gefällt mir eigentlich. Na? Okay, perfekt. Alle willkommen. Eine neue, cool, sichere Weste. Die müsste sogar besser sein. Nee, schlechter. Okay. Aber wir könnten Anna, diese Weste, können wir nicht, okay. Aber sie kann das scheiß Gewehr tragen. Das Gewehr ist auf jeden Fall schon mal besser. Können wir kurz Auto equippen. Okay. Das ist eine noch schlechtere Weste. Vielleicht kann Anna die ja tragen. Kann die sogar, das ist gut. So, nächste Folge. Nee, warte, halt, vergiss das. Ich hatte hier noch einen Cut drin. Ha. Es geht hier weiter mit Freeman. Wir jagen eine Gruppe Looter. Und die werden wir jetzt auch angreifen. Ich weiß gerade die Bewaffnung nicht mehr, die wir haben. Ich glaube, die ist Scrap. Wir haben auch nur diesen einen Squad. Wir haben leider nicht volle Leben. Wenn wir aber von den 7 Stück 3 ausschalten, das wäre schon mal gut. Dass wir jetzt hier erstmal wieder einen stabilen Grund bekommen. Ich muss auch überlegen, wie wir es machen. Also hier sind ja viele Fraktionen gegeneinander. Oder es gibt gar keine richtigen Fraktionen, alles nur so Banditencamps und so. Mein Ziel ist es ja auch, uns mit den Alpha Forces am Ende anzulegen. Und da ist meine Devise eigentlich, dass wir versuchen, möglichst viele Generäle schon zu bekommen. Und zwar im Sinne von, ich guck mal, dass wir so gut wie jeden General kriegen können und diese dann auch so hochquanten, wie es geht. Dass sie wirklich möglichst offen, möglichst gut im Kampf sind. Na, wo sitzt der denn? Da sitzt der. Komm. Und für den letzten könnten wir nicht rein, oder? Oder wo ist der letzte? Wunderbar. Leave the battlefield. Alles mitnehmen. Das war nicht schlecht. So, Party. Auto-Equip. Das ist die gesamte Party, die wir jetzt auto-equippen. Okay, davon wollte niemand was. Okay. Ja, aber jetzt müssen wir hier so langsam uns ranarbeiten, bis wir gut genug sind. Wir gehen jetzt erstmal in die Siedlung. Wir können die Siedlungen plündern und alles. Truppen kaufen in den Siedlungen. Also eine Einheit mehr hätte ich schon gerne. Wir müssen mal gucken, was wir in der Siedlung finden. Wir haben ja auch nicht unendlich viel Geld und wir müssen auch auf Vorräte achten, dass wir genug Lebensmittel haben. Die Vorteile werden, wenn wir die erste Stadt hätten. Oh. Ein Gold-Discount. Da schlagen wir sogar mal zu. Und ich hoffe mal, dass wir diesen Gold-Discount reduzieren konnten. Ich glaube tatsächlich, wie teuer sind die unequipped? Wir nehmen mal welche unequipped mit. Ah, jetzt habe ich. Ja, oh gut, jetzt klauen wir von der Stadt. Normal hätte ich gesagt, wir plündern.
Wir nehmen aber auch alles mit. Und jetzt suchen wir mal einen Ort, wo man zum Beispiel, wir haben ja leider noch keinen Überblick, weil wir keine Stadt haben, wo wir traden könnten. Also eine der ersten Städte, die wir uns erobern werden, ist was. Zinkow? Wobei das ist, ich würde sogar schon fast sagen, das klingt vielleicht ein bisschen blöd. Das ist ja vielleicht eine Stadt, warte mal. Plünder, erobern, welche sogar Platz für viele Soldaten hat, sowas wie Soria oder Bresno. Das wird wohl alles, was mit den Banditen zu tun hat, könnten wir uns anlegen. Zum Beispiel Beneva, Smoljank und oder Odesk. Wir müssen ja nur ein bisschen aufpassen. Nein, nein, naja, hier. Uff, das hat teuer gesessen. Aber wir werden jetzt hier eine Handvoll Städte plündern. Wir müssen mal gucken, es gibt ja hier, wir haben ja gar keine Möglichkeit, überhaupt Bündnisse zu schließen. Das heißt, wir sind hier komplett auf uns gestellt. Ich weiß jetzt nicht. Ich würde Smoljanka als eine unserer Städte nehmen, die ist sehr mittig gelegen. Das heißt, wir haben einen relativ guten Punkt, an den wir andauern sozusagen uns denn ausbreiten können. Sneak in. Sure. Barracks ist nichts, was wir wollten. Wir wollten hier hin. What's your story? Aha. Ich habe ein bisschen was für dich. What happened to your family? Can you? Und wir haben unseren ersten neuen Follower. Das ist gut. Das ist verdammt gut. Und jetzt hier ist. Nee. Das sind, okay, 6000 ist nicht schlecht. Aber die haben kein Demand on it. Ohne Demand on it. Okay, wir machen Gewinn. Ja, aber das ist mir noch ein zu geringer. Und ganz ehrlich. Ludmilla ist ja eh immer bei uns. Wir bräuchten nur noch Equipment für sie. Ah, Ludmilla. Das ist 5, das ist 3, das ist 3. Nehmen wir eine AK. AK ist teuer. So. Du kriegst tatsächlich dann die AK. Ich speichere das mal so. Ja, hier nimmt das Payment. Langsam wird unser Geld knapp. Ich muss ein bisschen besser aufpassen. Wir stehlen und hoffen mal, dass das klappt. Oh shit. Warten die da? Ahaha, lauf, lauf, lauf. Okay, wir wurden erwischt. Ist egal, wir holen uns jetzt in die Looter. Dann übernehmen wir die Führung beim Looten. Bei dem Kampf gegen die Looter. Diese Bonis will ich erstmal behalten. Die Arti und so, müssen wir mal gucken. Ja, jetzt müsste ich mich hochgrinden, damit wir stark genug sind, uns eine Stadt zu sichern. Ich glaube, ab dem Moment, wo wir eine Stadt haben, hat man dann immer so diesen Punkt, dass es ein bisschen einfacher wird. Ja, mein Ziel ist es denn ja auch, wie gesagt, sämtliche Städte müssen wir eh erobern. Da will ich schon meine ganzen Begleiter so ausleveln, dass die riesen Armeen haben. Und dann würde ich sogar die Alpha Forces sozusagen mit einer riesigen Armee willkommen heißen. Ich kann jetzt schon sagen, mir fehlt ein besseres Scope. Ganz ehrlich.
Hallo? Ich sehe die Gegner auch gerade nicht. Ach, da einer noch hier. Den kriegt der, den habe ich angeschossen. Ich vertraue euch. Ich suche derweil den anderen. Ich wäre schon längst tot. Wo ist denn der andere? Ich wollte gerade sagen, ich habe das Gefühl, das wird nichts mehr. Gut, dann holen wir uns noch den hier. Oh mein Gott! Die waren eben noch nicht angezeigt. Ah. Das heißt, wenn ich Glück habe und die drei fertig mache, bevor die Verstärkung kommt, ist der Kampf auch zu Ende. Ich glaube, die erste Folge werde ich aber etwas kürzer machen. Und ich werde auch zwischendurch wohl grinden müssen, weil ich weiß nicht, ob man jetzt wirklich sehen will, wie ich das hier eine ganze Weile mache, Sachen plündere, dann irgendwo anders hinlaufe zum Verkaufen, dann wieder so Truppen ausbilden. Ich bin der festen Überzeugung, das wird auf Dauer sehr langweilig und wird mich auch nerven. Deswegen würde ich irgendwie irgendwelche Serien nebenbei schauen, Videos oder sonst was. Und das kann ich dann ja nicht einfach damit aufnehmen. Und ich möchte das Projekt auch nicht länger. Also ich will es ja relativ viel zeigen. Gerade die Kämpfe um die Städte vielleicht oder nach die Alpha Force. Aber der Großteil der Zeit muss ja nicht alles mit aufgenommen werden. Ich werde jetzt einmal kurz hier eine von denen benutzen. Weil ich will die besiegen, bevor die Verstärkung kommt. Na, natürlich ist der Baumkugel sicher. Wo ist der letzte? Sie waren zu dritt. Okay. Puh. Okay, wir können nicht alles mitnehmen. Ist aber in Ordnung. Wir haben wertvolle Sachen dabei. Gott sei Dank. Und jetzt schnell da rein sneaken. Barracks ist natürlich nicht drin. Hier ist auch nichts an Leuten, die wir vielleicht rekrutieren könnten. Ja. Gut, das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg, das. Die würden Tee wollen, okay. Ja, meine Frage ist nur, falsches Fenster, Inventar. Intelligence müsste uns auch schneller leveln lassen. Wir gehen auf Rifle. Jetzt ziehen wir uns zurück. Wo ist es denn, dass wir denn vielleicht... Notfalls verkaufe ich jetzt meinen... gesamtes Gold einfach bei Bresno und dann machen wir trotzdem Gewinn gemacht. Wenn ich jetzt wüsste, welche Stadt größere Mengen Gold annehmen würde, wir hätten... Haben wir die Waffen noch? Ich Idiot, habe die Waffen verkauft. Wir haben 4 Truppen, die wir hätten damit ausstatten können.
Die Desert Bandits uns nicht angreifen, ist in Ordnung. Sneak in. Okay, wir haben hier. Ich muss nachher mal gucken, was seine Quest war. Reputation. Müssen wir gleich mal gucken. Ja, komm, weg damit. Oh, die brauchen so, die haben sogar Demand an Gold. Fresno ist also unsere Gold Trader City. Das ist gut. Haben wir hier Billigpistolen? Eine. Ich weiß halt nicht, was der Level ist. Deswegen will ich jetzt auch nicht wirklich hohe Sachen nehmen. Ich glaube, 3 könnte sogar schon teilweise zu hoch sein. Wir nehmen mal aber eine Uzi mit. Oh, 3K. Party. Du kriegst die Pistole. Du kriegst. Die Uzi ist eine Sekundärwaffe. Okay, nice. Die haben Gold-Demand. Okay. So, und Quest sagt mir: Own one city. Okay, und Info, wir haben a Reputation. Wo können wir unsere Reputation sehen? Unsere Rap. Das ist eine saugute Frage. Das will ich nicht. Da, 37. Ich denke mal, die geht runter, wenn wir Städte plündern, also Dörfer. Ach, du heilige Vestor. Dann stehlen wir einfach. Okay, wir konnten klauen und abhauen. Ach du heilige Scheiße, 30er Armee auf dem Weg zu uns, da laufen wir mal rum. Wir sind ja schneller als die. Einfach mal auf den Markt gucken, die haben keinen Gold-Discount. Das heißt, also die können wir einfach erstmal bestehlen. Grüß dich. Deutsche Freund oder was? Your code stealing, the elders. Okay, bezahlen wir. Ja, ich würde jetzt nach unten laufen und noch ein bisschen mehr billiges Gold holen und das nach hier oben schleppen. Und dann würde ich sagen, einfach, hier ist die erste Folge zu Ende. Und wir sehen uns dann tatsächlich in der nächsten wieder. Ich werde ein bisschen Gold sammeln, ein bisschen Kohle machen und mit der Kohle werden wir uns dann wiedersehen und dann werden wir gucken, was wir machen.